Da hat's auf alle Fälle recht. Ja, konnte ich mir merken. Wegen der Aktnummer. Hä, was? Nein, ich will... Warte, lass mal... Was war das Referenznummer wieder? 05 R68 653. Ja, 68, 65... Oh, hier gibt's ja so viele. Wir können ja trotzdem mal. Referenzen auf dem Computer? Heißt, wir gehen raus oder was? Nee. Warte mal. Da steht, glaube ich, nichts weiter. Ah, guck mal, hier haben wir auch noch einen PC. Alright, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan? March 1st, 2005? Nimm mal mit, das hier. Ah. So, Archiv. Da haben wir den Polizeibericht. 24-Stunden-Bericht, Tötungsdelikt, Opferinformation, Zusammenfassung. Können wir jetzt darauf zugreifen? Ah. Ah, okay. R62. R61. 72. No. R43. 201. Wo ist denn hier die 62, hä? 34. 204. Das war was mit 62 gewesen. Weil da oben ist nichts, wa? Nee, das wollte ich. Oh. Okay. She. God. What is it? She drowned. Stab wound was non-fatal. What? Oh. Keiner war ein Mörder gewesen, ist doch. Ja, okay. War also quasi ein Unfall.
habe doch gerade schon geguckt. Achso, guck mal, wir haben jetzt noch mehr bekommen. Ah! Kann man jetzt nichts. Aufzeichnung. Eddie Brown. Okay, Eddie Brown können wir wegmachen. Delos Crossing Police Department. Hello? Hello? Hello, I can hear you. It's my mom. She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up! Mhm. Gut. Schlagworte haben wir schon mal. Eddie Brown. Vorfallsbericht. Guckt einer Schau. Meldung zu Diebstahl, Kinderverwahrlosung. Okay. Kinderverwahrlosung? Okay. I need to check out 2005-201546. 2005, 2015, 64. Das sieht so ein bisschen aus. Was hat's denn gemacht? Okay, here's one of the complaints. Shit, it's from Tessa. She said Marianne was shoplifting and that she had a shoplifting too. I remember going in to get things for her, but she said she'd already paid for them. Tessa also accused her of child neglect. What the hell? Is there any more to that? No, but I'll keep digging. Okay, krass. Halt ihn hin. Stole him. No shit, Sherlock. Tell him you need to talk in his office. Uiuiuiui. Wollen die Akten hier irgendwie wegbringen? Vorfall. So, Tessa, Vorfall. Been there, done that. Okay. Vorfall. Hier. Spitalentlassung? Spitalentlassungspapiere. Einverständniserklärung, Ronan. Okay. Ronan. Gerichtsbeschluss. 24 Stunden Tötungsbericht. Achso. Ronan, Gerichtsbeschluss. Verurteilungskündigung. Okay. References 05 R63 325. Irgendwas mit R. Scheiße, ich hab schon die Nummer vergessen. Okay, here it is. Ja, hat man gerade schon in der Hand gehabt. Well, that's a picture I definitely don't want to keep. Gut, die Akte war jetzt aber auch nicht so.
Vorfall. Da waren wir schon, okay, Kinder Ronans. A68, Dings da rum, Star. Ja, 68, 72. No. 34. Da oben ist noch eine Kiste. Nee, doch nicht. Hier irgendwo noch was. Hätten wir 63. Hier. Hm. Da ist eigentlich die Kiste. Warum können wir die nicht nachlesen? Wegen der Aktennummer. Haben wir aber schon gerade gehabt. So, warte mal, lesen es mal durch. Telefonnummer, Patientenname Ronan. Diagnose Gehirnerschütterung, Beschreibung der Symptome, Druckgefühl im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel. Alles klar. Ich, Patientenname und Erziehungsberechtigung Tessa. Okay, entlass es halt mit dem Kleinen hier mit auszuerfahren. Okay. Tessa war für uns zuständig. Jetzt ist aber auf alle Fälle, ja, Jugendamt, This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... Kansky, okay. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Brown. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Okay, das war wahrscheinlich das Telefonat gewesen, das er geführt hat. Faxdaten, Eingang, Jugendamt. Okay. References 0501COMEBR. 01 Kompol. Da. There. Jesus. Unbelievable. Allie, Tessa called fucking social services on us. And Eddie went along with it. What? Where are you? What's going on? Okay, also ihre beiden besten Freunde haben sie verraten. Aber warum? Wegen den Clown? Ist nur wegen dem Diebstahl oder warum weswegen? Shit. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him.
He's coming your way. Uh-oh. Get out. Uncle, we didn't mean to... I'm not gonna repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it! Hey! Get off me! You'd rather spend the night here? Come on! I said don't fucking touch me! Go on! And consider yourselves lucky you're family. You want to talk about family, Eddie? I guess family calls social services when you're having a hard time, huh? And then breaks the law to gloat that you're gonna lose your fucking kids. It's your fault she lost it, Eddie. You and Tessa and everyone else in this goddamn town. Okay. Let's talk. Huiuiuiuiui. Wir hätten es auch unter vier Augen klären können, aber warum eigentlich auch nicht? The winter before your mother's death was hard. Delos Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Even if locals had found time to help her. I don't know, I'm not sure your mother would have accepted. You're saying Tessa reported her mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. Right. I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. So you took her word for it and called Child Services? Failure to provide adequate food, lack of appropriate supervision, inattention to a child's psychological care? Like it or not, she had a case. What? It's bullshit. Just following the law then. Right. Is that why you came over that day? The day she died? To warn her about social services? She loved you two so damn much. She deserved a chance. I didn't see it coming. She, I don't know. Right there, she must have decided it was over. I thought always telling each other the truth was our number one rule. Still is, little moose. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. Versuchen wir es mal ein bisschen ruhiger anzugehen. Also mit X so einfach, hm? Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best, and I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it.
I'm open to getting there. But it's gonna take some time before we're a big, happy family. I respect that. It's hard work rebuilding trust. But you've got a place here whenever you need it. Group hug? No. Absolutely not. All right, I'm really gonna have to kick you out now. No rest for the wicked, huh? Oh, yeah. Ja, liebe Freunde, das war es dann erst einmal hier von einer Folge Tell Me Why. Wir haben sehr viel erfahren. Oh, Dankeschön, Allison, für den Sturz. Wir haben sehr viel erfahren über die gesamte Geschichte und auch über das gesamte Spiel ein wenig mehr. Hab tatsächlich so ein bisschen begriffen, wie das Spiel jetzt so an sich funktioniert. Oder es war ja eigentlich von vornherein klar gewesen. Es gibt kein richtig oder falsch, es geht eigentlich nur um die Momente, wie man selber handeln würde. Das ist natürlich klar geworden, als wir erwischt worden und wir lautstark hier rumgeschrien haben, dass alle anderen hier eigentlich für den Tod von Marianne, also für die Mutter, verantwortlich sind. Wir gehen gleich, Allison. Ich verabschiede die Leute nochmal hier. Und dann ist natürlich die Frage, wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr quasi wirklich in dieser Lage seid, ihr geht diese Akten durch und ihr erfahrt immer mehr und mehr, wovon die Leute nie gesprochen haben, wo die Leute wirklich niemals offenlegen wollten, wir haben das und das getan und die Leute wissen auch ganz genau, wir haben vielleicht einen Fehler getan und der hat zu diesen schlimmen Dingen irgendwie geführt. Und da muss man sich selber geben, wie will man selber reagieren. Ich bin dann schon mal sehr impulsiv. Wenn ich sauer, traurig bin, ich bin sehr impulsiv. Und ich glaube, ich hätte genauso reagiert. Und dann im Nachhinein aber auch, wo Tyler, Onkel Eddie uns alles dann gestanden hat, dann sagt man auch so, komm, Schwamm drüber, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und deswegen würde ich auch sagen, das kriegen wir auch weiterhin hin mit Tell Me Why. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.